All diese Toten, ist es da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicherer? Das wage ich zu bezweifeln. Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge God of War bei mir hier auf dem Kanal. So, hier gibt's glaube ich noch inzwischen Hacksilber? Yep. So, und hier, ja, da waren wohl schon jemand, ja, wir haben ja schon vermutet, dass es da drin mit Sicherheit ein bisschen abgeht. Dann lassen wir uns mal überraschen, was uns dieser Raum bringt. Was stinkt hier so? Jetzt! Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Fleisch? Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten, ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Oh. Ah ja. Ich glaube, da hat er eine Nahtoderfahrung. Ja. Er ist noch jung. Er darf das. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Aha, da hat einer noch nicht genug. Okay, ich verstehe. Warte hier. Ich erledige das. Ups. Na. Ja, kommt halt. Noch einer da, ist noch einer da, ist noch einer. Traut euch, traut euch. Okay. Es ist vorbei. Ich will wieder weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Hier. Okay. Hat's hier noch was? Hat's hier noch was? Nee, da hat's nichts. Da hat's nichts. So. Wo ist denn eigentlich unsere Axt? Oh. Ja, die Axt. Heilige Axt. So, wir müssen hier raus. Da kommen wir nicht hin. Ich glaube, da hat's was, da hat's was, da hat's was. Ja, 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 ja. Lass die Kette runter. Mach ich. Ja, aber ein bisschen mehr mit Elan und Enthusiasmus.
Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Naja, also. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Okay. Er ist bereit. Naja, wenn er sagt. So, Hacksilber, da drüben, da gibt es nichts. So, da müssen wir rüber. Aha, aha. Okay. Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Mhm. Hacksilber? Ich werde deinen Tritt verpassen, wenn du dich nicht bewegst. Oh, da ist ja noch eine große Truhe. Eine Truhe. Sehr schön. So. Ha? Aha, okay. Aber hier hat es bestimmt noch was. Ah, da ist ja wieder dieser. Hä? Wenn einer weiß, was es mit diesem Vogel auf sich hat, dann darf er es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal und ob der Vogel einen speziellen Grund hat oder einen Hintergrund, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass man hier mit Sicherheit... Hä? Kann man hier runter? Komisch. Kann man hier nicht runter? Da drüben ist was. Aha. Worauf wartest du? Jetzt komm schon. Hä? Ach, da kann man nicht mehr zurück. Ach. Das heißt, wenn man zu weit vorgelaufen ist, oder was ist jetzt hier? Geht hier noch was? Nee. Dann können wir überhaupt nicht mehr zurück. Ah, da müssen wir zukünftig besser aufpassen. So. Okay. Naja, okay. So, was gibt's jetzt hier? Worauf wartest du? Jetzt komm schon! Auf geht's! Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Ist das der Genie aus der Flasche? Er fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Aha, die Axt in die Bäume werfen. Kriege ich das hin? Ich nehme die Axt in die Hand. Aha. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Rock. Vera Logan. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber... Die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten.
Also lass niemanden an ihr Ruhm vorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Aha. Er scheint sich auszukennen. Tja, ich hätte ihm auch nicht geglaubt. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Aha. Alle abgeöffnet. Ah ja, Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. So, Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. So, Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei der Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Okay. Aha, der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Runengriff, Abklingzeiten können durch Verbesserung der Abklingzeit reduziert werden. Okay. Stärke plus 20. Jeder Wert, bla bla. Drücken Sie L, um erneut die Beschreibung auszublenden. Okay. Waffe verbessern. Okay. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos-Werte zu beeinflussen. Zur Verbesserung eines Gegenstandes erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Okay. Halten Sie gedrückt, um die Leviathan-Axt zu verbessern. Okay. Erhöht Stärke, schaltet neue Fähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Gut, dann wollen wir die mal verbessern. Die Verbesserung war erfolgreich. So, Waffe verbessern. Okay, unsere Waffe befindet sich jetzt auf Stufe 2. Waffe verbessern. Verbessern Sie Ihre Waffen, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Okay. So. Aha, hier können wir jetzt auch noch was herstellen. Im Brocksladen. Brustrüstung, Atreus-Rüstung, Brustrüstung, Häscher-Waffenrock, Abwehr 10, Wildschweinhaut-Schulterschutz, Stärke 12, Abwehr 4. Aha, nicht sehr bequem, aber erhöht die Stärke leicht. So, hier haben wir lediglich begünstigt die Abwehr. So, die Verbesserung ist jedes Mal dasselbe. Gut, erforderliche Ressourcen. Hacksilber. Haben wir. Du hast ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Jep, das rüsten wir aus. So. Für ihn. Soll ich was basteln? Verkürzt die Pfeilnachladung. Okay. Erhöht Nahkampfschaden. Heilungssteinvorlage. Manchmal findet Reus Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist. Ah ja. Okay. Auch hier. Okay. Probieren wir es damit. Heilungssteine können wir immer gebrauchen. Ist das ein natürlicher Schutz? Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Klauenbogen Brustrüstung. Sag's nur, Kleiner. Okay, nicht genug Ressourcen. Brustrüstung.
Nicht genug Ressourcen. Okay. Gut. Was haben wir hier? Keine Gegenstände. Artefakte verkaufen. Aha. Alles verkaufen. Sie bringen mir keine Nutzen. Also dann verkaufen wir alle. Ich hoffe, du bist zufrieden. Gut. So. Können wir jetzt noch mal was verbessern? Nein, nicht genug Ressourcen. Gut. Okay, Abwehr 8, Stärke 38. Sehr schön. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt. Ist der Hinterrad Platz für mich? Solange du nichts kaputt machst. Ja. Oh, da ist ja jemand hinter mir. Ups, da habe ich doch beinahe. Okay. Okay, irgendjemand greift mich. Oh. Okay. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ah, schon wieder verpennt. Okay. Und die Axt nicht vergessen. Ich weiß nicht. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Hm. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Ja, Brüder. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine. Hat ja immer kühle Sprüche drauf, der Kollege, ne? Das wird eine lustige Sache. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Ah ja. So, hier hat es noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Ein neues Artefakt. Na, da geht's nicht runter. So, da gehen wir wieder hoch. Und dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. So, also jetzt wissen wir Bescheid. Bei ihm hier können wir unsere Ausrüstung verbessern. Und hat immer einen coolen Spruch für uns, so wie es aussieht. So, was gibt's da? Ah, ja. So, kommen wir da runter? Ja, da kommen wir runter. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Das ist gut. Gut, wenn er es verstanden hat. Sehr schön. So, was gibt's hier? Aha, den berühmten Stahl. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Hm. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Ja, ich denke, das bringt uns nichts. Da geht es dann über die Brücke und das haben wir ja eigentlich alles schon. Also gehen wir wieder zurück. So, Bub, komm. Sehr schön. Okay. Tja, dann gehen wir mal davon aus, dass wir hier lang müssen, dass es hier jetzt weitergeht. Aber weitergehen wird es erst in der nächsten Folge. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier.
Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack, komm hierher. Gefällt mir. Undankbares Pack. Ja, so kann man ein Tier wirklich nennen anscheinend. Gut, also an der Stelle, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was auch wie ich dazugelernt. Nichtsdestoweniger sage ich recht schönen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge God of War hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.